Ich mache die Ausbildung zum Medienkaufmann Digital und Print hier beim VDP. Ich bin Auszubildende im Verlag für deutsche Polizeiliteratur seit Ende 2020. Der VDP ist einer der führenden Fachverlage für Polizeiliteratur. Wir vermarkten und verkaufen dann die Bücher für die Polizeiausbildung und auch für den weiteren Werdegang. Die Auszubildenden kriegen bei uns wirklich eine gute und fundierte Berufsausbildung. Sie lernen auch über den Tellerrand hinauszuschauen im Medienbereich. Man durchläuft die Herstellung, den Vertrieb, das Lektorat, die Anzeigenverwaltung, aber auch zum Beispiel den Versand, also die Poststelle, auch die Buchhaltung. Also das ist sehr vielfältig und breit aufgestellt. Man lernt dadurch also sehr viel. Die Ausbildungsvergütung beim VDP ist eher überdurchschnittlich. Im ersten Jahr liegt die bei 1.100 brutto und das steigert sich dann in den nächsten Jahren. Ich finde, die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich und die Leute, die hier arbeiten, die sind alle sehr nett und sehr freundlich und helfen einem auch immer, wenn man irgendwie Fragen hat. Ich habe eine sehr lange Anreise, aber ich würde mich jedes Mal dazu wieder entscheiden, einfach weil ich ganz klar sagen kann, man wird hier unterstützt. 2022 haben wir die IHK-Bestenehrung bekommen. Darauf sind wir auch total stolz, weil es eine Gesamtleistung ist, die das gesamte Team erbracht hat. Wir versuchen immer, unsere Auszubildenden zu übernehmen, sind da auch sehr stolz drauf, wenn die Leute so lange bei uns bleiben. De facto haben wir wirklich viele, die sehr lange bei uns sind und manche schon ihre Ausbildung vor fast 40 Jahren bei uns gemacht haben. Es gibt ganz klar Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung. Man kann sich zum Beispiel mit der IHK weiterbilden, indem man den Medienfachwirt macht. Oder man sucht ein passendes Studium, was darauf aufbaut. Aber auch, wenn man sofort weiter ins Berufsleben rein möchte, findet man immer eine gute Stelle. Und wenn wir jetzt dein Interesse geweckt haben, dann bewirb dich bei uns. Wir warten auf dich und freuen uns über deine Bewerbung.